Und weißt du, was er gesagt hat, Jan? Was denn? Dass ich den Part schon mal so angefangen habe. Verdammt. Stimmt. Mist, deswegen sage ich einfach Pokémon Schwarz. Yeah. Und Weiß. Jetzt ja, live. Ein bisschen. Jetzt live, Jan. Ja. Wir haben ein kleines bisschen näher, was man jetzt nicht sehen kann, was auf dem unteren Bildschirm ist. Aber da sieht man es auch nicht, wenn wir auf die Pokémon draufgehen. Aber ihr könnt uns einfach mal glauben, wir haben... Also ich habe zumindest Vanny und Ice Ice Baby auf Level 18 hochtrainiert. Ja, ich bin jetzt bei mir ist... Einsätze. Und auch sind alle Level 18, bis auf Arlong, der ist Level 19. Arlong hat lustigerweise den Eiszahn gelernt, was ich extrem episch fand. Ansonsten hat sich bei seinen Attacken nichts geändert. Bei Closeman hat sich nichts geändert. Bei Ikra hat sich nichts geändert. Bei Killer hat sich leider nichts geändert. Die ganzen Attacken, Leute, fehlen. Francis hat Mimikry gelernt, wollte sich sogar schon entwickeln, aber ich habe aus Reflex die Entwicklung abgebrochen. Also sehen wir es da dann halt. Vielleicht in diesem Part oder so mal gucken. Und bei Enel hat sich auch noch nichts getan und... die Attacken, Leute, die Attacken... Ja, ich habe gerade eben noch ein wildes Sodamak besiegt, damit ich die Erfahrungspunkte für Vanny bekomme. Und Vanny erreicht damit Level 19 und versucht Kugelsaat zu lernen. Deswegen habe ich auch Level 19 als Hopspross noch gelassen. Ja, das ist so ein schlauer Bursche. Ja, so. Erstmal den Tackle vergessen lassen. Der Opa, das spürt die Präsenz eines starken Pokémon, Jan. Vanny entwickelt sich. Oh, Doppelkampf. Willkommen. 1, 2, 1, 2 und eine linke. Immer im Rhythmus. Bleiben 1, 2. Wo genau unsere jetzt? Strategie vor jedem Kampf immer peinlichst genau ab. Ich hab ein Hubelupf. Sein Hubelupf. Hubelupf. Also, sonst dann einmal kurz nochmal durchschauen. Hubelupf hat immer noch keinen brauchbaren Angriff, aber wir nehmen das mal so hin. Hat Jan. Kugelsatz, Synthese, Schlafpuder, Giftpuder. Und die Eistüte hat Eissturm, Eisbär, Erstaunen und Aufruhr. Ja. Ich spiele gegen einen Stahltrainer. Nein. Hatte ich ja noch nie, Leute. Wahnsinn. Direkt der Double Switch von meiner Seite aus dann. Wo warst du denn jetzt? Bei dem direkt am Anfang des Waldes, die beiden Kleinen? Ja, die Kleinen, die Mädels da. Die Mädels, die Mädels. Die Mädels. Die hören nur Metal. Mal gucken, was die bei mir haben. Ich kann halt nur Closen One benutzen hier. Das ist der Wahnsinn. Da trainiere ich die anderen schon extra ein bisschen höher, aber... Die Sache ist aber, Level Cap ist 23 und Closen One ist schon auf 21? Ja. Nach dem Kampf wahrscheinlich sogar wow. Noch höher. Die Pokémon bei mir, ne? Ja. Rebarak und Kerapendra. Läuft. Ich muss jetzt echt hier mit der Normalattacke angreifen. Bäh. Ja, genau das habe ich befürchtet. Das gegnerische Ding hat schon Klickdiskus. Penner habe ich einfach weggebrannt. Ich hoffe mal, dass mir die Gegner nicht zu viele Erfahrungspunkte geben, dass ich vielleicht noch nicht Level 20, Level 23 erreiche. Mikra hatte gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Gut, dass der Zerschneider daneben ging. Zerschneider? Ja, ich habe ja keinen. Ich hab keine Attacken gehabt gegen Stahl-Pokémon. Nee, warum soll Zerschneider daneben gehen? Hä? Das hat doch keinen Hacker 95. Gut, dass der Zerschneider daneben gegangen ist. Ja, wegen Eisenstachel. Ah. Ich benutze ein Heil-Item auf Ikre. Ah, gut, er war eher das Castellum musste ja eh mein Chosen One angreifen. Mein Closen One meine ich, Verzeihung. Aber ehrlich, Leute, wie viele Stahltrainer hatten wir schon? Stahl und Kampf, fast jeder Trainer. Und zwischendurch hat auch mal ein Gesteinstrainer dazwischen geworfen. Also, ich würde schon fast sagen, ein paar zu viel. Ja, way too much. Viel zu viel. Wetten später, wenn ich wirklich was dagegen habe, kommt keiner mehr. Die packen nur die ganzen Schwächen von dir aus. So, es ist ja nicht mehr eine Schwäche von mir. Es ist eher, dass ich nichts Effektives habe dagegen. Ja. So, hallo Team Plasma-Typ. Hallo Team Plasma-Typ. Du darfst ihn lesen. Weil er den Denkzettel verpassen, du lästiges Kind, du. Ich habe ihn einfach weggedrückt, deswegen war das Einzige, was ich noch im Kopf hatte. Du musst mit Denkzettel verpassen, weil wir dumm sind. Jan, warum findet Team Plasma uns dumm? War das, weil wir die im letzten Part so genannt haben? Ich glaube, ich habe das falsche Pokémon vorne. Also ich habe einen Gegner, einen Flambirex und habe vorne mein schönes Eistütchen. Und ich kämpfe gegen ein Kramschiff. Damit hast du ja auch schon Erfahrung gemacht. Ja. Was kann denn Flambirex auf dem Level so? Nitroladung. Also das Kramschiff kann mich auf jeden Fall grüßen. So, hallo. Ja gut, die Nitroladung sieht zum Glück nicht allzu viel ab. Blendbuda hat den Flügelschlag daneben gehen lassen.
Verfolgung. Warum sollte ich mein Elektro-Pokémon, was keine Elektro-Attacken beherrscht, denn rauswechseln? Ich bitte euch. Das N sieht ein bisschen aus wie ein M in dem Kampf, sehe ich gerade. Also sieht auch nicht, aber. Das N von Enel sieht aus wie ein M in dem Kampf oder wie ein H schon eher fast. Ehel. Ehel? Oder Emel? Du hast leider Pech, ich hab den Schädel nicht bei mir. Du hast einen Schädel. Ich nehme einfach deinen. Glaubst du, dass der wir auf den Trevoran draufpasst? Ja, potenziell. Die Köpfe sind so, ja alle relativ groß. Jetzt ist die Frage, sollen wir jeden Trainer mitnehmen? Obwohl... Oder sollen wir lieber hier und da so noch ein bisschen ein paar ausweichen? Ich nehme alle mit. Ich bin jetzt Level 18 mit den ganzen Pokémon. Ja gut. Ich bin leider ein bisschen höher. Makaber, ja, hätte ich hier bekommen können. Oh, Toido ist schon... Ich habe so Angst, Toido zu benutzen, Leute, weil es einfach... Bei wahrscheinlich fast allem stirbt. Hier ist kein Item, okay? Krass. So. Bei... Ich glaube, es hat nicht auf dieses Gestein auf Pflanze. Ein Noctum-Wald ist ja sogar tatsächlich ganz sinnvoll. Gestein auf Pflanze ist neutral. Dann könnte das vielleicht ein bisschen wehtun, wenn ich hier mit dem Mann drin bleibe. Nein, Jan! Mein Teddy kann nicht vor einer Eule fliehen. Jetzt aber. Jan, ich möchte, dass du jetzt einen Witz erzählst, der vor 7 Jahren noch lustig war. Aber dann innerhalb vor... Er wurde dann nach 5... So nach den ersten 2 Jahren wurde er schon nicht mehr so lustig und mittlerweile ist er quasi unerzählbar. Mit Sandwirbel trifft man immer. Jan. Ja. Das war schon noch, das war schon immer makaber. Schon damals. Oh. Okay, darüber hat, darum, Vanny. Darüber hat man damals schon. Was? Hast du gesagt? Rip Vanny. Ist ernsthaft? Ja. What happened? Ich bin gegen ein Sedimanto drin geblieben, weil ich mir dachte, so viel Schaden werde ich schon nicht fressen. Naja, du bist ein Flug-Pokémon. Ja. Und der hat Felswurf 4-mal getroffen. Wieso setze ich jetzt Iris ein? Na gut, ich habe Drachenwut, aber trotzdem. Fifth Trail Encounter Rage, schalalalala. Das war irgendwie blöd. Ja. Wir waren nicht verbunden mit Alo. Kirapendra. Sad Life. Jetzt versucht Ice Ice Baby noch Lawine zu lernen. Okay. Ich weiß auch nicht, irgendwie dachte ich mir, das wird locker klappen, aber irgendwie habe ich vergessen. Das ist einfach, das ist Vannis Fluch. Vanni überlebt, darf keine Challenges überleben, scheinbar. Ich meine, wie oft gab es schon eine Vanni in der Nuzlocke und ich erinnere an meine Hard Gold Challenge damals zurück. Sollen wir zurückgehen und. Ja, ich gehe da zurück und heil mich, weil die wilden Pokémon mich gerade zerpflückt haben, weil ich nicht fliehen konnte. Boah. Irgendwie, weiß auch nicht. Ich habe ganz vergessen, dass Kugelsaat hier eine physische Attacke ist. Willst du ins Pokémon Center gehen schon? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade noch ein bisschen mit Smaragd gedacht, da wir Kugelsaat. Ja, Pflanze speziell tut dem Sedimanto sicher sehr weh und dann sehe ich so den Schaden. Das war nicht gerade viel. Ja. Das ist halt nur ein kleines Hubbelupf gegen einen dicken Stein mit sehr viel Angriff. Ja. Und dann trifft er natürlich auch 4-mal. So nach den ersten beiden dachte ich mir, okay, das wird es wahrscheinlich überleben. Dritter, genau mit einem KP überlebt. Jetzt doch, hör bitte auf. Dann hat er noch einen 4. draufgehauen. Ach, du darfst. Ja. Vanny, gerade frisch entwickelt am Anfang dieses Parts. Das war, glaube ich, gerade dein allererster Kampf on screen. Und dann war es das schon direkt. Du hattest ja die ganze Zeit schon. Das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein kleiner Fluch. Ne? Ich habe es schon öfters mal gehabt, dass ich ein Pokémon zum allerersten Mal eingesetzt habe im Part. Das stimmt, überhaupt ja. Überhaupt das Projekt und dann direkt tot. Das ist dein eigener Fluch, Jan. Ja. Das heißt, jedes Pokémon hat in seinem ersten Kampf die höchste Gefahr zu sterben. Killer. Du wärst sehr mächtig geworden, weil du hättest, glaube ich, in Level 19 Giftschweif gelernt, Level 23 dein Käfer biss, aber so konnte ich dich leider auch kaum effektiv nutzen, auch wenn ich es gerne getan hätte. Der Fluch hat dich mit ins Verderben gestürzt. Auf Wiedersehen. Die 5 Gen fordert wieder Opfer, Leute. Und das, wo wir gerade mal 2 Orden haben. Das Problem halt bei Schwarz-Weiß ist tatsächlich, dass Ikra einfach unendlich viel Angriff hat. Nein, das ist nicht das Problem, aber das Problem ist einfach,
Das so wenig man fängt sau wenig Pokémon. Man kriegt sehr, sehr wenig Chancen, hier Pokémon zu fangen. Gerade so am Anfang tatsächlich. Naja, unser nächstes Pokémon können wir erst nach der nächsten Arena fangen, ne? Mhm. Oder zumindest erst nach der nächsten Stadt. Und je nachdem, was die dann sein wird. Na gut, gehen wir weiter hier in den Wald. Ich werde mich nicht erwähnen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall doch ein paar Trainer auslassen, die nicht zwingend kämpfen muss. Okay. Weil ich habe 5 Pokémon, davon ist das Schwächste auch schon auf 19. Und alle anderen sind schon 20, 21. Aber wir müssen doch nur den Wald machen, oder? Ja. Nicht. Hm? Aber es kommt doch jetzt nur der Wald, oder nicht? Der Wald und ich glaube, in der Stadt müssen wir noch 1-2 Kämpfe machen. Und dann, hallo Impoleon. Hallo Trikefalo übrigens. Bitte? Trikefalo. Ja, ich habe extra mein schnellstes Pokémon nach vorne getan, um besser zu flüchten. Trikefalo hat doch Drachenwut, hast du gesagt? Ja. Toll, natürlich hat er mit bis genau so viel abgezogen, dass ich jetzt auch 39 KP habe. Fililu, ist das schon fast normal hier im Wald. Ich glaube, ich switche zu Arlong. Ein Eiszahn wird es ja wohl umbringen, oder? Ich hoffe es. Ah, ne, da ist nichts versteckt. Oh je, Leute. Dieser Encounter-Rate. Ich wollte nur mal eben ein Item holen und werde von 4 wilden Pokémon angefallen. Ich benutze ein Heil-Item. Ey, Leute, dieser Part schon wieder, ne? Meine Güte. So, als allererstes laufe ich jetzt zurück und kaufe mir erstmal Schutz. Ohne Schutz will ich nicht mehr durch diesen Wald laufen. Ich benutze noch ein Heil-Item. Er soll irgendwas Dummes machen, bitte. Was tut er denn die ganze Zeit? Er ist Drachenwut und dann kopflos Crit. Ach, Mann. Trainer oder Wildes? Trainer, ich muss... Ich weiß halt nicht, ob ein Eiszahn ausreicht auf der Range. Ich bezweifle es schon fast. Hast du guten Angriff? Ich muss mal wieder zu Closen One wechseln. Wie immer. Wie immer, richtig. Weil nur Pokémon kommen, die Closen One besiegen kann. Leute, das nervt mich langsam ein bisschen. Wie viel KP hat Closen One eigentlich? Genug. Also auch um 2 Drachenwüte auszuhalten. Ja, 84. Ist zwar knapp, aber er hält's aus. So, Überwurf, zack, Reprikefalo. War mir jetzt zu blöd. Wenn es nicht gereicht hätte, der Eiszahn wäre Arlong tot gewesen. Ja. Also ich lasse hier und da mal ein paar Ranger aus jetzt erstmal. Und ich gehe jetzt erstmal nochmal zurück und heil mich. Ich sehe schon, wir kommen echt weit in diesen Wald. Ja, der Wald will uns aber einfach umbringen. Erst kommt ein Doppelkampf mit wieder einem Stahl-Theme, dann kann ich nicht vor wilden Pokémon fliehen, dann kommt ein Trikefalo. Bei dir stirbt Vanni, weil... Ja. Blödheit von mir, wahrscheinlich eher noch. So, Schutz aktivieren. Zumindest ein Item kann ich mir immer noch holen. Ich habe einen Ewigstein gefunden. Yay. So, was liegt da? Da ist noch Verstecktes. Ein Metronom. Okay. Hast du auch gerade ein Metronom gefunden als Item? Ja. Geil. Da links geht's rein? Ist auch das der einzige Weg da links, oder? Seite. Ja. Okay, den Trainer bin ich vorbeigekommen. Sache ist, ich glaube hier sind... So. Wo? Nee, da war nicht der Trainer. An den anderen komme ich aber, glaube ich, nicht vorbei. Ich habe das Aquamodul gefunden. Ja, an dem Ranger, an dem Stamm komme ich leider nicht vorbei. Hallo Ranger, was hast du für mich? Was hast du getan? Innerliche Ausrastung. Warum? Jirachi! Also dein Legi-Counter geht echt immer weiter hoch, ne? Sag mal, was hab ich getan? Was hab ich getan? Ich weiß, das habe ich schon oft gefragt, Leute, aber... Womit habe ich das verdient? Bei mir war es Gladiantri nebenbei. Und Iris versucht, die Masse zu lernen. Nein. Brauchst du nicht. Du hast ein schönes Gesicht. Weißt du, nicht nur, dass das ein Stahl-Pokémon ist. Nein, es ist auch noch ein Jirachi. Jetzt crittet, pass auf. Gut. Also, er hat nicht gecrittet, deswegen gut. Ja. Hey, ich habe gecrittet dafür. Ich benutze ein Heil-Item. Alter Schwede, ne? Es geht gut los, ne? Wenn die Ekretze kritte, wird das doch schon wieder tot. Also schon wieder. Er ist noch nie gestorben, weil sonst wäre ich nicht mehr hier. Du bist, glaube ich, ein Trainer. Deswegen mach sowieso einen großen Bogen um alles, was da irgendwie aussieht, als könnte da ein Trainer raushüpfen. Ich wechsle jetzt zu Arlong, der fängt die Konfusion ab. Genau.
und kann Biss einsetzen. Ich habe Kumu-Milch gefunden. Nee. So, Jirachi ist down. Leider ist er hier noch, Stahl wurde hier noch nicht genervt in der Gen, das heißt, Unlicht ist leider nur neutral effektiv. Also bis zum nächsten Plasmatypen kommst du ohne Kampf durch. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt, ich muss neue Tränke kaufen. Boah. Jeder Kampf so. Saugt mir ja alles, sämtliches Leben aus den Knochen. Plasma-Rüpel, please. Was denn? Shiggy. Das hätte ich mal gerne als Gegner, sowas Kleines, Süßes, Unterentwickeltes. Boah. Klingt wieder richtig fies, wenn ich unterentwickelt sage. Also Leute, dieser Part brennt sich auch bereits effektiv in meine Erinnerung. Mal gucken, weißt du, die letzten Trainer hatten Trikefalo, Jirachi und Stahl-Pokémon. Mal gucken, womit gleich der nächste Plasma-Typ dann ankommt, ne? Oder was auch immer mir da entgegengeschmissen wird. Ich glaube, ich hatte noch einen anderen Trainerkampf, aber der war so unbedeutend, glaube ich, dass ich ihn wieder vergessen habe. Waren das nochmal? War das noch ein Trainer dazwischen? Trikefalo und Jirachi, glaube ich, waren es bisher nur. War ich nur die drei? Also nur, reicht. Das reicht meine schon wieder für 10 Parts. Ja, so, da möchte ich auch schön dran vorbei. Die Frage, war das ein Psycho- oder ein Stahltrainer eben? Eigentlich kann es mir ja fast schon egal sein. Ich habe Küstensalz bekommen. Hey, so, hatte ich auch eins. Okay, das ist der Trainer. Wobei, an dem kommt so. Man... Doch, an dem kommt man, glaube ich, vorbei. Kanvali mit Morlord. Morlord ist okay. Morlord ist eher physisch-defensiv, oder? Das kann beides, aber ja, eher ja. Okay, dann probiere ich den Eissturm drauf. Mir fehlen die Worte, Leute. Mir fehlen langsam die Worte. Das war schon fast viel Schaden. Was hat der nächste, Jan? Was glaubst du? Irgendwas Legendäres? Impoleon. Das ist schon fast legendär, ein Impoleon, ja. Mit Schwertanz, wohlgemerkt. Warum kann das Ding schon so früh Schwertanz? Und wenn das jetzt wieder ein Stahltrainer ist, ne? Lass es bitte ein Wassertrainer sein. Wehe. Okay, was ist das nächste Pokémon? Moment, ja, Level Up für Closen One und... Quapsel. Danke. Bist du jetzt nicht sogar schon Level 22 mit Closen One? Ja. Also dürftest du den Arena eigentlich theoretisch nicht verwenden, ne? Wieso? Ich dachte, Level Cap ist 23. Ja, aber ich meine, deine Level in der Arena ja die davon. Platsch, platsch. Ja, gib mir den herum. Eieieiei. Ich bin nicht im Use. Ja. Also um den Ranger kommst du herum, der da nach dem Plasma-Typen steht. Ich kämpfe halt gegen diesen Teenager dann noch. Achso, da hast du den direkt mitgenommen. Ja. So, ich hole hier noch ein paar Items. Ich habe TM Kraxler gefunden. Ich glaube, ich habe keine... ich habe Tränke vergessen zu kaufen, glaube ich gerade, oder? Ja, habe ich. Du kriegst auf jeden Fall gleich eine TM. Bei mir ist es Kraxler. Kann das nicht vielleicht mein schöner Wuffi lernen? 90 Stärke, ja. Das könnte gut sein. Ja. Okay. Also, dass Bisbark Kraxler lernen kann. Jo. Dass Shadrago Kraxler lernen kann. Jo. Aber Lichtel? Lichtel kann Kraxler lernen? Lichtel kann Kraxler lernen. How even? Mit welchen Armen? Den Ranger muss ich mitnehmen, ne? Ja. Nee, musst du nicht. Hä? Aber ich komme doch sonst gar nicht in den Baumstamm rein. Oder bei welchem Ranger bist du? Da, wo die zwei anderen Blätterdinger sind? Ganze, wo die ersten Blätterhaufen sind. Also zwei Blätterhaufen nebeneinander und dann nochmal rechts daneben einer, ne? Nee, einer bei dem Gang nach oben und einer, wo links ein Item liegt. Also zwischen den Plasmatypen, meine ich, kommen... Moment. War das, ist das der erste Ranger, der jetzt im Busch versteckt ist bei dir? Ja. Dann musst du den mitnehmen, ja. Ich dachte schon, du wärst ein bisschen weiter deswegen. Zu dem Item kann ich aber hingehen, oder? Ja. Okay. Alon kann man echt nur einsetzen, wenn man auf jeden Fall einen ganz sicheren Typvorteil hat, habe ich das Gefühl. Bist du gerade in einem Kampf? Nee. Okay, dann warte kurz, weil dann können wir den Part beenden. Mit der Entwicklung von Francis. Oh, immerhin noch. Immerhin noch was Schönes nochmal zum Schluss, Leute. Ja. Also schön, schönes Pantimos nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja gut. Francis, mach mit, Jan. Francis. Wie fühlt sich? Glückwunsch, dein Francis wurde zu einer Bedimos. Yeah! Also ich glaube, jetzt ist Mrs. Biss doch ein bisschen mächtiger mit so einem Kraxler mit 90 Stärke. Ja. Und ja, auf jeden Fall zum Pokémon, was kann. Also das, mein nächstes Ziel ist in Level 20. Es braucht endlich den dummen Funkensprung. Und es ist leider auch nur ein Funkensprung. Ja, immerhin. Ich meine, es hat ja ein hartes Wesen, also. Sehr gut. Wie hoch ist denn sein Angriffswert? Sein Angriffswert ist ja trotzdem ein bisschen weniger als der Spezialangriff, aber nicht viel. So. Ich denke, Leute, ich beende den Part mal mit Jan zusammen hier an diesem... Der Blätterhaufen danach, ist da ein Trainer drin? Kommt drauf an, in welchem Blätterhaufen du jetzt bist. Ich gehe einfach hin. Moment. Nein, okay. Ich stelle mich... Ich weiß nicht genau, wo Trainer sind, aber du kannst theoretisch um die Blätterhaufen herumgehen und bis zu den Plasmatypen hochkommen. Ja, ich würde aber sagen, ich stelle mich jetzt hier hin und gehe gleich nochmal offscreen zurück, heile mich und hole mir neue Tränke. Und dann hoffen wir, dass der nächste Part wieder ein bisschen gnädiger ist. Bitte. Ganz kleines bisschen. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.